Ein flusiges Hallöchen, Leute. Ich bin's, euer Flushizot. Und herzlich willkommen zu meinem neuen Part von Mario Kart 8 Online. So, ja. Dann wollen wir mal direkt mit einer neuen Gruppe anfangen. So, und ja. Ich finde das ja gerade, also ich... Merkt das schon Leute sofort, dass es natürlich viel los ist, ja? Ja, ist ja nichts Neues, ist ja eigentlich bei jedem Part so, dass immer was los ist, also, ja, solche Sucht ist halt, ne? Und, ja, so, okay, ja, der Piranha, ey, muss natürlich nach, und, so, Leute, ja, ich fahre mal diesmal mit dem Bike, wieder und ja, sonst bin ich eigentlich nur mit dem Kart gefahren, also ja, soll ich sagen, Leute, ja, ja, ich möchte einfach mal gucken, Leute, so, ja, weil mit dem Bike bin ich noch gar nicht gefahren und ja, darum, ja, will ich einfach mal ausprobieren, Leute, weil ich möchte halt gucken, so, was sich denn halt besser fährt und ja, so, ich muss halt jeden Bike, jeden Kart durchgehen und, naja, natürlich, was ist denn hier los, ey? Ist natürlich immer so ein Chaos hier in der Formgruppe. Wow, aber es geht hier gut zur Sache, Leute. Es sind hier nur Europäer, wirklich, also die meisten. Es ist natürlich keine Seltenheit, also es ist natürlich schon komisch. Weil ich spiele natürlich worldwide und ja, ist natürlich überall, ne, auf der ganzen Welt, nicht nur Europäer, ne? Und ja, also kontinental ist natürlich immer so, ja, ist jetzt egal, ich bin trotzdem da, so. Komm jetzt. Ja, natürlich, was ist denn hier los? So, okay, letzte Runde, mein Gott, Leute. Ich muss ein besseres Item haben, Mann. Ja, genau, ich krieg einen Blitz. Ha! Ich hab doch den Platz geklaut von dem. Yes! Ja, ich kann mich auf Pluspunkte freuen. Ja, da seht ihr schon, Leute. Das sind doch Europäer und ja, bis gleich. So, die letzte Strecke, ja, geht in Varus. Abfahrt und ja, ab geht's. So, ja, dann wollen wir hier mal im letzten Rennen hier mal richtig durch. Was kommt? Was ist das? Haha, ich will den ersten Platz, Mann. Ja, du Deutscher, verbreitest du mir gerade Unruhe. Ja. Zweite Runde. Okay. So. Da muss ich mal trotzdem vorsichtig sein. Jetzt noch. Weiß ja nie, ne? Ob gleich ein blauer Panzer kommt. So. Ja, mit dem roten Panzer bin ich ja trotzdem unsicher, ne? Also, naja, aber... Es ist, ja, also eigentlich bringt das ja schon was mit dem Panzer und ja, brauche ich mir keine Sorgen zu machen, also, außer wenn halt ein Blutschall kommt, ne? So, ja, ich nehme mal einen anderen Weg, noch gar nicht durchgefahren. So, ja, vollständig das Rennen, wenn ich mal ehrlich bin. Ist ja, langsam zu Ende. Also es geht schon, es neigt sich schon zum Ende, würde ich mal sagen. Und what the fuck, ich habe die Bombe gesehen. Alter. Okay. Ja, genau, ich krieg den Panzer ab, ist doch klar. Ey, komm bitte, ich will doch Stunt machen, ey, ich drück die ganze Zeit, ey. Was zum Teufel? Ja, Leute, ist doch nicht normal, ey, ich krieg da überhaupt keinen Stunt hin, ey.
Ja, der Deutsche hat mich überholt. Ja, und ich habe einen Pilz. Yay. Jetzt werde ich mal versuchen zu cutten. Nein, das wird gar nichts. Das ist... Ein Pilz reicht nicht aus. Das ist einfach so. Das ist leider so. Aber naja. Man hat nicht immer Glück mit einem Pilz, ne? Aber ja, zweiter Platz ist jetzt keine Schande, ne? So, Leute. Ja, dann muss ich jetzt mal leider eine Part jetzt beenden. Ich hoffe mal, dass es euch gefallen hat. Und ja, danke fürs Zuschauen und bis beim nächsten Mal.